Dieses witzige Gerät hier, das Looping-Karussell, hat Anita Judas richtig erraten. Herzlichen Glückwunsch, Anita. Du kannst ja dein Freifahrt-Mega-Paket heute am Autoscooter abholen. Und dann suchen wir gleich mal noch den Bürgermeister, der bestimmt noch ein bisschen was zum Fest zu erzählen hat. Und damit sagen die Drehmomente herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Monsieur Huberts Zeitreise. Das Vogelschießen in der DDR und Wendezeit. Die Geschäfte auf den Volksfesten liefen zu DDR-Zeiten gut. Dazu gehörten traditionell auch die jährlichen Jahrmärkte neben dem Vogelschießgelände. Hier waren zu DDR-Zeiten Waren wie Einweggläser, Kittelschürzen und bunt bedruckte Wachstuchdecken heiß begehrt. Nach der politischen Wende im Jahr 1989 gewann das Rudolstädter Vogelschießen auch in den alten Bundesländern an Aufmerksamkeit. Im Jahre 1696 wurde der Festplatz auf der Bleichwiese deutlich vergrößert. Seitdem lockt jedes Jahr eine ausgewogene Mischung aus Schaustellern mit nostalgischen und modernen Attraktionen mehr als eine 500.000 Besucher an. Über die unterschiedlichsten Medienkanäle wie Zeitung, Radio und in sozialen Netzwerken wird auf das größte Volksfest in Thüringen aufmerksam gemacht. Selbst die namhaftesten Schausteller aus der gesamten Bundesrepublik bewerben sich regelmäßig, um einen Standplatz auf dem Rudolstädter Vogelschießen zu bekommen. Unser Monsieur Hubert hat uns schon einiges über die DDR und Wendezeit mitgeteilt. Bürgermeister Jörg Reiche, wie sieht es denn aus? Gibt es da noch Erinnerungen dran? Gab es da schon erste Schnittstellen hier zum Fest? Ja, selbstverständlich. Erstens ist es so, dass das Rudolstädter Vogelschießen immer zum Leben der Rudolstädterinnen und Rudolstädter dazugehört hat. Und es gab ja bei mir auch eine Zeit, bevor ich Bürgermeister war. Und da hat es genauso dazugehört wie jetzt in der Bürgermeisterzeit. Nach der Wende hat sich das Vogelschießen ja erst zu dem entwickelt, was es heute ist. Auf dem Platz war es ja bereits ab 1990, aber der Platz ist dann in den 90er Jahren vergrößert worden und wir konnten nach der Wende dann richtig die Freiheit auch hier genießen. Einen so großen Rummel gibt es bis heute in Thüringen nicht. Wir haben modernste Fahrgeschäfte. All das hat uns die Zeit nach 1990 gebracht und natürlich war auch ich dabei mit meinem früheren Arbeitgeber. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an grandiose Brigadeabende im großen Festzelt oder hier im Römis Festzelt mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Volksbank Saaletal. Ganz unvergessliche Abende und davon zehrt man und das gibt man auch gern der jungen Generation weiter. Diese Tradition soll unbedingt erhalten bleiben, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen das Rudolstädter Vogelschießen zu erleben und zu genießen. Was bedeutet Ihnen persönlich das auch, 300 Jahre Rudolstädter Vogelschießen mitzuerleben als Bürgermeister? Ja, ich bin erstens mal ganz froh darüber, dass das 300. Jubiläum des Rudolstädter Vogelschießens nicht in die Pandemiezeit gefallen ist. Da haben ja manche wirklich Pech gehabt, die 2020, 2021 ihre Jubiläen hatten. Also haben wir da wieder ein ganzes Stückchen Glück. Und ich glaube, das 400. Jubiläum, da wird sich der Bürgermeister genauso freuen, der dann amtiert oder die Bürgermeisterin, wenn man das erleben darf. 300 Jahre Rudolstädter Vogelschießen, das ist schon ein Glück für einen Bürgermeister, sowas erleben und begleiten zu dürfen. Das ist auf jeden Fall auch nachhaltig und es bleibt noch eine Weile bestehen. Das Jahr 2322, wie stellen Sie sich da das Rudolstädter Vogelschießen vor, also nochmal genau in 300 Jahren? Im Jahr 2322 wird die Rudolstädter Bleichwiese noch so existieren, wie sie heute existiert. Es wird ein großer Festplatz sein, wo sich nach wie vor die historischen Fahrgeschäfte, die dann so aussehen wie heute die modernen, durchsetzen. Es wird bei Weitem nicht alles virtuell digital sein. Die Menschen werden immer weiter danach Sehnsucht haben, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen,
im Festzelt gemeinsam Fahrgeschäfte zu nutzen, zu lachen und fröhlich zu sein. Und ich glaube, das wird auch in 300 Jahren nicht nur digital stattfinden, das wird live hier auf der Bleichwiese in Rudolstadt stattfinden. Diese Vorstellung stecken wir in eine Zeitkapsel und dann schauen wir mal, was in 300 Jahren dabei rauskommt. Ja, vielleicht kann man dann von oben zuschauen und sehen, wie sich die Menschen in 300 Jahren hier genauso amüsieren, wie sie das heute tun. Vielen Dank, Herr Kreichel. Der Samstagabend auf dem Rudolstädter Vogelschießen ist so gut wie vorbei. Und es gibt aber noch den Sonntag und damit auch noch die Chance, etwas zu gewinnen. Ich hole mir dazu mal noch ein bisschen Hilfe. Hallo, Entschuldigung, kann ich dich mal ganz kurz stören? Ja. Okay, pass auf. Wir haben noch ein Gewinnspiel für unsere Zuschauer von den Drehmomenten. Hier steht eine kleine Aufgabe für dich drauf. Könntest du das mal erledigen? Sie muss etwas mit Händen und Füßen zeigen. Okay, los geht's. Das sieht doch sehr gut aus. Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Dafür gibt es für uns eine kleine Freifahrt auf dem Autoscooter. Danke. Und wenn ihr wisst, was die Emily gemeint hat, dann schickt das Lösungswort bis 16 Uhr als Kommentar unter unser YouTube- oder Facebook-Video. Und damit sagen die Drehmomente Tschüss und bis morgen.